Und Tressica. Das ist wie Jessica, aber du bist auf der Tastatur eine Zeile nach oben und zwei Tasten nach links verrutscht. Dann kommt Tressica bei raus. Was genau sehe ich hier? Wo ist die andere Hälfte von meinen Haaren? Hier drüben ist alles da, wo es hingehört, wie immer. Und die Hälfte fehlt einfach. Als hätte man hier durchgeschnitten und dann weg. Aber ich habe nichts geschnitten. Keine Ahnung, wo ist die andere Hälfte von meinen Haaren? Ich zahle Finderlohn. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu Banished. Das freut mich sehr, dass euch das erste Video davon gefallen hat. Deswegen spielen wir mehr davon. Was ich heute machen will, ist expandieren. Denn das große Stefanien ist dann am Ende des Tages doch nur so groß wie das Gebiet, das es umfasst. Deswegen muss diese Stadt wachsen. Und sie muss größer werden, damit wir ein sicherer Hafen für alle Verbannten sein können. Ich habe mehr oder weniger drei Richtungen, die ich expandieren kann. Aber zwei davon sind eine blöde Idee und warum sage ich jetzt? Ich könnte nach unten gehen, aber ich habe beim letzten Mal schon gesagt, das ist doof, weil da unten sind die Waldhäuser. Es ist gar nicht so clever, den Wald noch kleiner zu machen, weil das Waldgebiet ist so schon relativ klein. Und wenn ich hier oben dann noch was wegholze, ist vielleicht eine blöde Idee. Ich könnte nach links gehen, aber da haben wir auch ein Waldgebiet und ich hatte eigentlich noch vor, jemanden dann in das Waldgebiet noch sowas hier reinzustellen. Einfach so ein Cluster aus Sammler, Jäger und Holzfäller, damit wir da mehr Ressourcen rausholen können. Das heißt, ich kann eigentlich nur nach oben. Das Dumme ist, da oben ist ein Fluss. Und es gibt natürlich Wege, über Flüsse drüber zu kommen. Es gibt Brücken. Aber Brücken sind extremst ressourcenaufwendig. Ich meine, ich werde wahrscheinlich sowieso irgendwann eine nach da oben bauen müssen. Weil auch hier links geht es nicht Ewigkeiten weiter. Aber will ich das jetzt schon machen? Das ist halt die Frage. Weil so breit wie der Fluss ist, das werden mindestens 50 Loks, die ich dafür brauche. Und ich habe aktuell nur 17. Das ist doof. Was ich außerdem machen will, ist, ich will eine Schule bauen, damit die Leute besser ausgebildet sind und besser arbeiten. Man muss das nicht machen, man kann sie auch einfach so arbeiten lassen, dann kriegt man sie früher als Arbeiter, aber sie sind halt nicht so produktiv, deswegen will ich noch eine Schule bauen. Okay, womit will ich anfangen? Soll ich einfach hier in den Wald, wo ich es gerade schon gesagt habe, einfach nochmal so ein Cluster hier reinstellen, damit das wenigstens erledigt ist und ich mich dann mehr oder weniger um den ganzen Rest kümmern kann. Komm, dann haben wir wenigstens die Ressourcen schon mal sicher, weil ich werde sehr, sehr viele Loks brauchen für die Brücke. Ist es gar nicht so blöd, dass ich das jetzt schon mache. Okay, wo war das ganze Zeug nochmal? Das Dumme ist, das Zeug ist halt nicht so übersichtlich. Hier ist der Jäger, genau. Dann mache ich irgendwie, keine Ahnung, den Jäger hier hin. Das sieht doch halbwegs clever aus. Genau, der Jäger hier. Dann der Gatherer soll dem Jäger gegenüberstehen. Wo ist der Jäger? Hier ist der Jäger. Da machen wir es irgendwie so und dann fehlt noch der Holzfäller. Der Holzfäller ist hier. Siehst du, man findet es doch noch, auch wenn das nicht sonderlich aussagekräftig ist. Hier sind die anderen beiden Häuser. Dann mache ich das irgendwie so. Genau. Und jetzt kann ich das Spiel auch weiterlaufen lassen, weil ich hatte es pausiert für das Intro. Liebe Freunde der Blasmusik, wir haben keine Loks mehr. Das ist sehr geil. Haben jetzt alle Loks rausgenommen, um die Häuser hochzuziehen. Und vor allem, ja, hierfür reicht's nicht. Hierfür erst recht nicht. Und hierfür auch nicht. Okay, ich hab's vielleicht etwas übertrieben. Wir brauchen Loks. Sollte ich einfach mal... Ich meine, warum nicht? Hier stehen Bäume und wir alle wissen, was man mit Bäumen macht. Man macht sie kaputt. Keine Ahnung, die ganzen, die könnt ihr bald wegmachen. Das müsste reichen, um genug Loks rauszukriegen. Nice, die neuen Waldhäuser sind fertig und wir bekommen Ressourcen. Ich habe nicht alle Jobs voll gemacht. Das habe ich schon bei den ersten nicht gemacht, weil wenn ich das machen würde, hätte ich keine Bilder und keine Laborer mehr. Das wäre dann ein bisschen doof, wenn ich was Neues hochziehen will. Okay, Leute werden erwachsen, das ist toll, arbeiten jetzt als Laborer und es werden immer noch Kinder geboren. Ich sollte ab jetzt übrigens anfangen, nur noch Steinhäuser zu bauen, weil Holzhäuser sind super cool und alles, aber die brauchen halt extrem viel Feuerholz, deswegen sollte ich eigentlich auf Steinhäuser umsteigen. Das Dumme ist, ich habe relativ wenig Stein. Ich habe extrem viel Eisen. Aber sehr wenig Stein. Ich sollte mir Stein besorgen, ne? Bevor ich jetzt irgendwas anderes mache. Hier ist ein riesen Steinfeld. Ich sollte mir den Stein hier besorgen. Warte mal, remove resources und dann kloppt das Zeug weg. Ich brauche diesen Stein. Und zwar dringend. Meine Damen und Herren, ich präsentiere das nächste Problem. Aber wenigstens ist das Problem ein gutes Problem, weil das zeigt, dass es der Stadt gut geht. Wir haben keinen Platz mehr für Eisen, Stein oder Baumstämme. Der Haufen ist voll. 98% voll, um genau zu sein. Das ist ja nice. Man könnte doch irgendwo, wo war das? Man könnte einfach irgendwo sagen, ja, da ist ein Haufen, da könnt ihr das Zeug hinwerfen. Genau, Storage. Stockpile. Hier, da kann man einfach sagen, da ist der Haufen, werft das Zeug da drauf. Soll ich einfach hier noch einen Stockpile machen? Komm, irgendwie, keine Ahnung, so. Das müsste mehr als genug Platz sein, dass wir hier einfach einen neuen Haufen haben. Wie viel habe ich inzwischen? Ich habe 156 Eisen. Loks immer noch nicht so hammermäßig, aber 44 Stein. Das ist gar nicht mal so uncool. Wo ist die Schule? Ich meine, ich bin jetzt an einem relativ guten Punkt. Ich könnte jetzt die Schule bauen. Oder erstmal den Brunnen. Was ist wichtiger? Dass mir die Stadt nicht abfackelt? Oder dass die Leute ausgebildet sind? Ich glaube, der Brunnen ist was wichtiger, ne? 40 Steine.
Und der braucht natürlich auch massiv viel Platz, das ist ja nice. Hier unten ist ein, oder hier, komm, an die Kreuzung. Ist auch ein guter Ort, ist halbwegs zentral, da könnt ihr einen Brunnen hinstellen. Einfach damit es keine unvorhergesehenen Ereignisse gibt, die diese ganze Stadt zerlegen könnten, weil, wie gesagt, ich habe alles aus Holz gebaut, ich habe keine Steinhäuser. Noch nicht, das kommt noch, aber wenn eins davon irgendwie, wenn es da irgendein Problem gibt, dann ist die Stadt sehr schnell erledigt. So, machen die Nutzen jetzt wenigstens, perfekt. Es ist so ein bisschen, ja, werft es einfach da oben drauf, aber gleichzeitig, wir müssen arbeiten mit dem, was wir kriegen. Oh je, wir sind wieder an dem Punkt, es hat schon wieder geschneit, es ist später Herbst. Okay, Winter Nummer 2 nähert sich mit rapider Geschwindigkeit. Aber das sollte kein Problem sein, ich habe mehr als genug Ressourcen. Na, ich habe hier drin, ja, ich habe auch gut Nahrung und so, ich habe 833 Venison, also wow. Das reicht nicht nur für einen Winter, das reicht sogar für mehrere, glaube ich. Okay, seid ihr fertig? Nein, natürlich nicht. Komm, wie schwer kann es sein, einen Brunnen auszuheben? Das ist einfach nur tief graben und dann irgendwie einen Eimer oben drauf. Das ist nicht so komplex. Ich weiß auch gar nicht, was sie da mit Sägen machen. Finde ich sehr faszinierend, weil das ist halt Stein. Macht man nicht mit einer Säge dran rum. Aber hey, ich sag nicht, wie die Leute ihren Job zu machen haben. Ich verlange nur, dass es eine Nummer schneller geht, weil wir haben hier einen Zeitplan einzuhalten. In Ernst, ein perfekter Brunnen steht. Nice. Hat noch jemand Lust auf eine Schule? Wie viele Steine habe ich noch? 23 hier. 27 da. Und eine Schule kostet... wenig. Die kostet vor allem Holz. Warum habe ich jetzt gedacht, dass sie so viel Stein kostet? Ah, das Holz ist aber jetzt ein Problem. Nee. Das kann ich im Winter nicht machen. Im Winter ist das eine extrem blöde Idee. Aber wenn ich das jetzt machen würde, die Schule kostet... 50 Holz und ich habe nur 45, da wäre sofort das Lager leer und der Firewood-Macher hätte nichts mehr, womit er Feuerholz machen kann. Nein, das wäre eine sehr dumme Idee. Das klicke ich nicht. Nein, 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 nein. Das ist ein ziemlich sicherer Weg, wie diese Siedlung bergab geht. Ich werde diesen Knopf nicht drücken, noch nicht. Es ist gleich vorbei, wir haben gleich den zweiten Winter überlebt. Wir haben aktuell späten Winter, aber der Schnee ist schon weg und es fällt, glaube ich, auch keiner mehr. Jetzt ist es Frühling, perfekt. Ich wollte gerade sagen, sobald wir auf Frühling... So viel dazu. Sobald wir auf Frühling umspringen, stelle ich die Schule hin. Einfach damit das gebaut werden kann und wir dann wieder quasi Loks anhäufen können für den nächsten Winter, ist keine blöde Idee, richtig? Nein, das ist falsch. Die Schule. Die Schule ist ziemlich groß, aber die Schule passt hier hervorragend hin. Genau, wenn ich die einfach hier hinstelle, sieht das doch gar nicht mal so schlecht aus. Ist ein bisschen nah am Wald, aber sollte kein Problem sein. So, 50 Loks, die habe ich glaube ich nicht mal. Nein, nicht mal annähernd. Ich habe 6 Loks. Ja, die Reserve an Loks ist low, aber gleichzeitig ist es Frühling, also... sollte kein Problem sein. Kriegen wir hin. Es gibt nichts, was diese Siedlung nicht hinkriegen kann. Diese Leute, ja, die Leute, die ihr hier seht, sind fleißig und arbeiten zusammen. Und das macht den Unterschied. Ich fühle mich, als halte ich gerade eine epische Rede für irgendwen. 95, 96, 97, 98, 99, Schule ist fertig. Yay, wir brauchen einen Lehrer. Wo ist der Lehrer? Ich glaube, ich bin blind, denn ich sehe den Lehrer nicht. Was ist das für ein... Ja, das ist einfach nur ein Buch. Warum sehe ich das nicht? Professions? Teacher, hier, habe ich übersehen. Perfekt, jetzt haben wir einen Lehrer. Jetzt ist die Schule in Betrieb. Ich habe nur noch zwei Laborer, zwei Bilder. Muss ein bisschen aufpassen. Okay, Schule ist in Betrieb. Die Leute werden jetzt gebildet. Das ist nicht das Schlechteste, was ich hier gebaut habe. Das ist sogar ziemlich gut. Ich meine, wie gesagt, es dauert jetzt ein bisschen länger, bis ich sie als Arbeitskräfte benutzen kann. Aber es lohnt sich. So, jetzt kümmern wir uns um das hier oben. Weil wie gesagt, hier muss eine Brücke hin, also hier will ich eine Brücke haben. Das wäre gar nicht mal so uncool. Aber bevor ich das mache, ziehe ich mal eine Straße hier hinter den Häusern durch, damit ich da irgendwie noch vielleicht was dran bauen kann, wenn ich will. Weil dann will ich einfach die Brücke über den schmalsten Teil des Flusses machen. Das ist, glaube ich, hier ungefähr, ne? Jetzt nur mal so als kleiner Test, was wird eine Brücke kosten? Eine Holzbrücke. Die muss hier anfangen. Das ist sehr toll. Die muss hier anfangen. Und würde mich kosten... Hier wird sie grün, genau. 52 Loks und 13 Steine. 52 Loks für eine Brücke. Geil, ich baue noch ein paar Häuser. Ich habe gerade gedacht, aber nein, ich baue noch ein paar Häuser. Und zwar ein Steinhaus. Ups, wollte ich nicht. Ein Steinhaus. Kann ich den Stein aktuell auftreiben? Ja, kann ich. Einfach damit wir jetzt ein bisschen Übergang haben von Holz zu Stein. Die Familie, die hier einzieht. Ne, warte mal, ich mach das hier. Die Familie, die hier einzieht. Oder hier, das ist noch cooler. Die Familie, die hier einzieht, wird sich sehr darüber freuen, dass sie in ein Haus aus Steinen einziehen darf. Und damit haben sie ein Privileg, was mehr ist als jeder andere in diesem Dorf. Weil sie haben ein Haus aus Steinen. Bumm, da ist es. Steinhaus ist fertig. Perfekt. Da wohnen aktuell ein Nest. Ah ja,
Ich frage mich, auf welchem Baum. Und Isabette. Beide sind 18 Jahre alt. Und jeweils vom unterschiedlichen Geschlecht. Ich will gar nicht wissen, was gerade in diesem Haus abgeht. Und wir haben wenig Loks. Das ist doch inzwischen Standard, ganz ehrlich. Firewood ohne Ende? Aber die Loks nicht, um das irgendwie zu backen. Das ist ja toll. Machen die Woodcutter überhaupt irgendwas, oder die Forester? Leute, ich habe nur einen von vier hier. Das könnte einiges erklären. Forester. Ich habe 4 von 8. Aber hier habe ich nur 1 von 4. 2 von 4, jetzt wurde er zugeteilt. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel das macht, weil technisch gesehen habe ich ja hier unten schon eine Forester Lodge. Aber anscheinend teilt das Spiel die, aber ich habe jetzt nur 4 Leute zugewiesen. Und das Spiel teilt das anscheinend perfekt auf die auf, die ich habe. Also, dass es nicht so ist, dass hier unten jetzt 4 arbeiten und bei der anderen Seite gar keiner. Das ist ziemlich clever, dass ich das nicht selber machen muss, das ist ganz nice. Okay, ich hatte hier nur einen. Habe ich wirklich nur einen zugeteilt, als ich das vorhin gemacht habe? Weil das ist... Wenn du nur einen zuteilst in eine Station, wo 4 Leute braucht, das ist absolut useless. Warum habe ich das gedrückt? Okay, kurze Bestandsaufnahme. Wir haben aktuell ganze 19 plus 12 gibt 21. 21 Loks. Und wir haben Herbst. Das heißt, der nächste Winter kommt schon bald. Ja, vielleicht hat das, was ich gebaut habe, vielleicht hat das ein bisschen viele Loks verbraucht. Aber es sollte trotzdem reichen. Weil das Steinhaus ermöglicht neue Leute und braucht zudem kaum Feuerholz. Und da kommt der Schnee, der mich daran erinnert, dass das vielleicht eine dumme Idee war. Wir werden sehen, wie das läuft. Und ich habe aktuell wenig Feuerholz. Ja, das wird äußerst interessant. Ich bin sehr gespannt. Ich habe wenig Loks. Und der Feuerholzmann muss gerade ein bisschen Gas geben. Ja, weil alle klauen sich Feuerholz, ne? Ich brauche noch einen zweiten Woodcutter, aber dringend. Obwohl, 33. Ich meine, er ist direkt nebendran, der kann das Zeug ziemlich schnell dahin bringen. Aber er hat halt, glaube ich, nicht die Loks, um das wirklich durchzuhalten. Wir haben ein Lok-Problem. Und die Forester kommen nicht hinterher, weil die Forester machen das eben auf die sparsame Methode und machen nicht alles weg, sondern nur das, was sie brauchen. Und dann pflanzen sie neue Bäumchen, damit ich den Wald nicht kaputt mache. Ja, ich brauche schnelle Loks, sonst wird das äußerst... Ja, komm. Ist jetzt doof, aber wir brauchen schnelle Loks, also mach das da kaputt, komm. Es wurden gerade 2 Kinder hintereinander geboren. Wow, die Leute sind echt fleißig. Darwine. Ah ja, das ist die Schwester von Charles Darwin, wer kennt sie nicht. Und Tressica. Das ist wie Jessica, aber du bist auf der Tastatur eine Zeile nach oben und 2 Tasten nach links verrutscht. Dann kommt Tressica bei raus. Jurassic Park. Der Dinosaurierpark. Das ist ein Witz, den nur ich lustig finden werde, sorry. Es tut mir leid, Baum, aber es ist notwendig. Ich brauche Loks. Aber dringend, was los? Was war gerade los? Ah, wir hatten keine Loks, oder was? War das das Problem? Ich komme nicht mit den Loks hinterher. Wir sind jetzt wieder 6 drauf und hier auch. Aber ich habe gerade... Hier waren überall Bäume. Ich habe gerade einfach drüber gezogen und alle platt gemacht. Das hat wieder nicht gereicht. Ich muss echt aufpassen, dass ich in Zukunft nichts hinstelle, was wirklich so viele Loks braucht, dass die Stadt das nicht wieder hinkriegen kann bis zum Winter. Ich glaube, ich kriege das auf jeden Fall noch gerettet. Es sieht nicht nach großen Problemen aus. Wir haben jetzt Late Winter. Aber das könnte sehr dumm gelaufen sein jetzt, wenn es schlimmer gewesen wäre als das. Ist es nicht, aber es hätte passieren können. Da muss ich aufpassen, das Spiel vergibt da nicht. Wir haben es geschafft. Wir haben Frühling, der Winter ist überstanden. Das Lok-Problem, ich habe Pause gedrückt, by the way. Das Lok-Problem hat sich jetzt durch den ganzen Winter durchgezogen. Wir haben hier 14 aktuell und hier 10. Es erholt sich langsam. Aber wow, das war... Also wir hatten schon zwischendrin überhaupt gar keine Loks im Lager. Das ist nicht unbedingt gut. Ich weiß, ich habe dieses Mal weniger erreicht, als ich wollte. Ich wollte ja eigentlich noch eine Brücke bauen. Aber das ist halt einfach nicht drin, weil ich habe die Loks nicht. Dafür die Schule hat 50 Loks gekostet, die ich so schon kaum auftreiben konnte. Das hat Probleme gemacht bis zum Winter. Das hat das ganze Jahr noch Probleme gemacht, dass ich so wenig Loks habe. Und dann die Brücke wäre nicht auch noch drin, weil 50 Loks nochmal dann für eine Brücke, das ist... Ich glaube auch nicht, dass ich so schnell eine Brücke bauen kann, ganz ehrlich, weil ich muss dann warten, bis ich definitiv mehr als 50 Loks habe und wir im Frühling sind, damit sich die Loks wieder füllen können bis zum Winter. Das ist so ein Timing-Ding. Das heißt, ich werde vielleicht doch nach hier links oben mich ausbreiten müssen und nicht unbedingt direkt nach oben. Ist halt auch blöd, dass ich direkt hier die Siedlung habe, weil hier ist halt ein Fluss. Beziehungsweise rechts ist auch noch ein See. Ich kann in 2 Richtungen nicht gehen.
Ist halt doof, aber es hat zufallsgeneriert. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, dem Like-Button aufs Maul zu hauen. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao.